Hallo Leute, ganz viele von euch fragen mich des Öfteren mal, wieso ich immer Nude-Lippen trage und wieso ich nicht mal was Farbiges auf den Lippen trage, ein bisschen was Buntes und so. Und ja, wer mich kennt, wer meine Videos schon lange verfolgt, weiß, dass ich das nicht so gerne mag. Ich finde, es steht mir nicht und ich finde, die Augenfarbe geht total verloren, wenn man die Lippen, ja, geil, Nagellack. Ich bin so eine faule Sau. Ich bin selbst zu faul, meine Nägel abzulackieren. Egal. Ich finde einfach, dass je stärker man die Lippen betont, desto mehr die Augenfarbe verloren geht und das gefällt mir einfach nicht. Demnach trage ich immer, nehme ich die Lippen immer schön zurück, weil ich das einfach schöner finde. Aber nichtsdestotrotz habe ich für euch mir gedacht, zeigst du mal im Video, wie du mit roten Lippen aussiehst. Es gibt ja schon zwei, drei Videos, in denen ich ein bisschen was Farbiges auf den Lippen trage. Aber schadet ja nicht, wenn ich das nochmal zeige. Und zwar habe ich hier einmal so ein Pink, den habe ich mir gestern geholt. Das ist die Soft Matte Lip Cream in 53M von Manhattan. Das ist so ein schönes Pink und das möchte ich gleich mal demonstrieren, wie das an mir aussieht. Und dann habe ich hier noch so einen roten. So einen ganz klassischen roten. Ja. Nude, seht ihr ja gerade, so sieht das aus. Fühle ich mich wohl mit, gefällt mir gut. Das ist übrigens von Rituals. Die Nummer hat keine Nummer, aber Farbe Nude. Gibt es bei Karstadt. So, jetzt werde ich mal. Habe ich ein Taschentuch hier irgendwo rumliegen? Mal. Ja, gut, bei Nude muss man nicht viel abnehmen, aber. Nee, ich mache mal noch vorher so ein bisschen Pflege drunter. So, da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt extra so Ton in Ton und die Mütze und also ich will jetzt alles mal zurücknehmen, damit man nur auf die Lippen achten kann. Damit ihr mal genau seht, wie das wirkt. Also alles, was irgendwie ablenken könnte, habe ich jetzt mal zurückgenommen. So. Das wäre jetzt dieses grelle Pink. Naja, so grell ist es auch nicht, aber es ist halt für meine Verhältnisse schon relativ auffällig. Das wäre jetzt soweit das. Weiß ich nicht, ob ich das so draußen tragen würde. Also schwierig. Die schmecken aber gut, die Dinger. Riecht gut. Wie so ein Fruchtgummi. Ist okay. Also da muss jetzt jeder für sich. Oh, was ist mit meiner Kamera schon wieder los? Da muss jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob ihm das gefällt. Ich finde es grenzwertig. Ein bisschen dezenter würde ich es mir wünschen. Dann würde es vielleicht noch durchgehen. Aber jetzt vielleicht noch ein bisschen mit einem Nude-Lippenstift drüber, damit es so ein grelleres Peachy-Nude wird. Könnte mir das schon ganz gut gefallen. Ja. Entscheidet ihr. Und jetzt mache ich das Rot drauf. Jetzt nehme ich das mal wieder runter. Aber ist ja eigentlich egal, kann ja auch drauf bleiben. Kommt ja eh noch was Dunkleres drüber. So, oh, rot geht gar nicht. Also ich weiß, die meisten arbeiten dann mit Lip Liner und so, aber bla bla. Ich habe keinen roten Lip Liner, kaufe ich mir jetzt auch nicht extra dafür. Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh, guck mal, jetzt habe ich schon an den Zähnen kleben. Geil. Bei anderen Frauen finde ich Rot immer super. Also, was heißt immer? Nicht immer, aber zum Beispiel Gwen Stefani oder so. Bei ihr sieht das natürlich toll aus, aber ja, das wäre jetzt eine Schicht. Soll ich noch eine auflegen, damit das Pink nicht mehr so durchsticht? Ich mache mal noch eine. Naja, okay. Also das wäre jetzt ich mit roten Lippen. Ja, was meint ihr?
schön auf den Zähnen. Ich finde das ganz gut, dass das alles so an, dass alles andere so ein bisschen im Hintergrund jetzt ist, auch die Haarfarbe, damit man es einfach mal sieht. Mir gefällt es überhaupt nicht. Also das Pink davor, das war okay, damit könnte ich eventuell mich noch anfreunden, aber das Rot, das geht gar nicht. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Clown. Also es ist einfach total fehl am Platz. Ich bin es auch einfach nicht gewohnt. Jetzt so, ich habe dahinter einen Spiegel stehen. Wenn ich in den Spiegel gucke, geht's, aber im Display geht das gar nicht. Sieht das ganz schlimm aus. Also entscheidet ihr, was gefällt euch? Nude, Rot oder Pink? Ich denke, die meisten werden auch sehen, dass mir Rot nicht steht und dementsprechend dann auch verstehen, weshalb ich gerne Nude-Lippen trage. Ich finde, das verändert irgendwie auch das ganze Gesicht und auch die Mimik so ein bisschen. Gefällt mir nicht so gut. Ich mag es auch nicht, wenn das dann an den Zähnen hängen bleibt und man muss halt immer gucken, dass es nicht verwischt und so. Mag ich nicht gerne und ich finde meine Lippen, nee, das gefällt mir nicht. Ja, jetzt seht ihr mal, wie ich mit roten Lippen aussehe. Ich hoffe, das war jetzt nur so ein ganz kleines zwischengeschobenes Ding, damit ihr das einfach mal seht, wie ich mit roten Lippen aussehe und wieso ich das nicht mag. Aber wie gesagt, die Dinger sind echt gut. Also da werde ich auf jeden Fall des Öfteren mal das so mit einem schönen Nude-Lippenstift mischen. Ich glaube, das könnte mir gut gefallen. Ja, dann könnt ihr mir ja mal aufschreiben, welche von den dreien Varianten euch am besten gefällt.